Nicht soll ich nur dir so wirklich erklären, wie man hundertprozentig ein Mädchen rumkriegt, beziehungsweise sich Insta klärt oder sowas? Ich gebe darauf 99%ige Erfahrung. Dann leg mal los, komm, hau raus. So, liebe Leute, bevor dieses Video weitergeht und der Linus uns erklärt, wie man Mädels aufreißt, würde ich euch gerne mal ganz, ganz kurz meinen neuen Partner vorstellen. Und zwar geht es hier um Holy Energy. Haben vielleicht die ein oder anderen schon mal mitbekommen. Das ist ein Boostergetränk, was einen so richtig fit macht. Das verleiht euch Energie. Alles vegan, Leute. Checkt das gerne mal ab in der Videobeschreibung. Und das Allerbeste ist mit dem Code AJulian5 bekommt ihr 5 Euro als Neukundenrabatt und mit dem Code AJulian nochmal 10% aufs komplette Sortiment. Und Leute, ich würde sagen, ich als Rentner gehe jetzt mal wieder komplett rein in Omme und wünsche euch damit viel Spaß beim Video. Nice. Mädels, ich mache heute auch eigentlich nur eine kurze Umfrage. Und zwar suche ich richtig geile Anmachsprüche. Oh Gott. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Oder welchen Anmachspruch würdet ihr sagen, der ist richtig gut? Was damit mehr Ahnung als ich? Ja. Also ich kenne halt nur so basic Anmachsprüche, wie zum Beispiel, ich bin vom TÜV, darf ich deine Hupen testen oder so. Okay, sorry, der ist halt basic. Der ist basic. Der hat irgendwie jeder. Moment. Wir wiederholen es nochmal für den Chat, ja? Also, sie kennt nur die Basics. Basics, das heißt, ich bin von TÜV. Kann ich mal deine Hupen testen? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ne, pass auf, Linus. Wir machen heute nur ganz kurz und knapp. Das ist ja genau dein Content. Nenn mir mal 2 geile Anmachsprüche, die wirklich ziehen würden. Wo du dir sicher bist, du bist im Club oder in der City und du siehst da eine, wo du dir denkst, du möchtest die wirklich unbedingt kennenlernen. Nicht soll ich nur dir so wirklich erklären, wie man hundertprozentig ein Mädchen rumkriegt? Nö. Beziehungsweise sich Insta klärt oder sowas? Ich brauche das über einen Anmachspruch. Nicht allgemein, wie man sich jemanden klärt, sondern du musst. Ja, ich weiß nicht, ist so ein Mittelding zwischen Anmachspruch und klären. Ja? Sabrina, ich möchte dich gar nicht lange nerven. Ich habe heute nur eine kleine Umfrage auf Omme. Und zwar möchte ich mal so ein richtig geilen, also was wäre für dich so ein richtig geiler Anmachspruch? Auch wenn du wahrscheinlich noch was jünger bist. Aber hast du so einen, der dir so einfällt, wo du sagen würdest, boah, der Anmachspruch, wenn den einer bringen würde, der hätte gute Chancen? Also ich habe tatsächlich letztens einen auf Telonym bekommen, der war schon gut. Ja, was war der das? Ging, mein Penis wird von der Polizei gesucht, kann ich ihn in dir verstecken? FBI, open up! Was? Alter, das ist aber wieder FSK 18 Anmachspruch, Alter. Scheiße, ey. Aber kreativ. Kreativ, ja, ne? Scheiße. Aber jetzt kommt natürlich die brutale Frage. Sabrina, wie alt bist du denn? Ich gebe darauf 99%ige Erfahrung. Dann leg mal los, komm, hau raus. Also ich sag dir ehrlich, du gehst hin, siehst das Mädchen im Club, auf der Straße, aber auf Straße ist cringe eigentlich anzusprechen, finde okay. ich, oder komisch, aber so funktioniert es trotzdem. Wenn sie sitzt, noch besser, aber im Stehen funktioniert auch. Du gehst hin, siehst sie, darfst natürlich nicht übertreiben, aber gehst du auf sie zu und sagst so, hey, so vielleicht ein bisschen zeigen, so, aber kann auch gefährlich kommen, so, hey, bist du nicht Emily? Nö. Und sie sitzt dann erstmal so da oder steht so da und denkt sich, was will der von mir? Und sagt so, nein, hä? Ich so, hä, safe nicht? Ich kenne dich irgendwie aus Studium, irgendwas, keine Ahnung, Schule und so. Raushaut. Okay, doch, wir haben noch einen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich bin Umzugshelfer, soll ich beim Ausziehen helfen? Oh, der ist gut. Jungs, eins in den Chat. Ich bin Umzugshelfer, soll ich dir beim Ausziehen helfen? Den fühle ich. Oh. Der ist echt gut, wirklich. Den hört man auch nicht oft, ne? Ja, gut, ist mir gerade noch so zwischendurch eingefallen. Ich bin einsam, du bist einsam, darf ich dich einsam. Stopp! Sonst kriegst du gar keinen auf den Schnauzer. Sabrina, wie alt bist du denn? Ich bin 18. Du bist 18? Jetzt ehrlich? Oh Mann, Junge, ja. Hellraiser, danke dir für 19,99 Euro. Ich küsse doch dein Herz, Junge, krank. Vielen, vielen Dank. Also, du bist 18? Ey, Mann, ich hab das aber nicht gedacht, dass du 18 bist.
Hast mich jünger geschätzt tatsächlich. Ja, leider, also auch weil du so ein bisschen übertrieben reagiert hast, wenn ich ehrlich bin. Oh, oh mein Gott! Was ist passiert? Filmst du mich gerade? Was ist passiert? Haben wir uns wieder, können wir uns jetzt zusammenreißen oder wie ist das hier? Sie sind geistig behindert. Und sie dann so, nein, das bin ich nicht. Und ich so, echt nicht? Du siehst irgendwie aus wie die. Und dann bist du im Gespräch drin und darauf kommst beim Mädchenklären an, weißt du? Ganz kurz Pause. Ich habe sowas Ähnliches nämlich auch schon mal auf TikTok gesehen. Das ist nämlich diese Psychologie. Du sagst dem Mädchen damit unbewusst, dass der Linus eine Emily kennt, die Linus nice findet. Und dass Linus denkt jetzt, sie sieht so aus wie diese Emily. Haha, du Wichser! Und dann bist du drin im Gespräch und das ist das Wichtige. Dann kannst du dich neben sie setzen vielleicht. Ja. Oder einfach neben ihr stehen bleiben und dann so sagen so, hey, wie heißt du denn? Bist du weiter im Gespräch? Und dann sagt sie bla bla bla. Und dann fragst du, hast du Instagram oder so zufällig? Weil dann ist es doch, dann sagt sie doch nicht, hä, warum willst du jetzt mein Instagram, du Pisser, so ich? Naja. Das ist einfach so ganz normal so. Kann ich dein Instagram haben? Aber Jungs, einzelne Chat. Finde ich, ist eine gute Sache. Kann man auf jeden Fall gut mit rangehen. Ist halt, wie gesagt, eher so dieses, auch so ein bisschen Hops nehmen. Das funktioniert nicht. Und ich sag dir, wie es ist, mein Bester, ich mach sowas eigentlich nicht, aber mit dem Spruch habe ich es schon probiert und deswegen gebe ich da ja auch Erfolgsgarantie. Wie du reagiert hast, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mich natürlich immer, wenn Leute mich erkennen. Ne? Freue ich mich wirklich immer drüber. Aber eher reagieren, also nicht böse, aber eher reagieren so diese 15, 16-Jährigen. Verstehst du? Ja, aber nee, das war gerade für mich so, oh mein Gott, ich habe dich so oft schon auf TikTok gesehen, wo du OMTV machst und Junge, ich so, warte mal, den kenne ich. Okay. Moment. Wir holen es nochmal für den Chat, ja? Also, sie kennt nur die Basics, das heißt, ich bin von TÜV. Kann ich mal deine Hupen oder deine Hupen testen? Kennst du den nicht? Nee, ich hab kein Auto. Habt ihr noch einen anderen? Ich finde das immer ganz interessant, das Thema. Oh. Was sagt der Discord-Boy? Ich hab da einen. Ja, hau raus. Hau raus. Meine Liebste dir ist wie Durchfall. Ich kann sie kaum zurückhalten. Meine Liebe zu dir ist wie Durchfall, ich kann sie kaum zurückhalten. Genau. Sowas habe ich ja noch nie gehört, Alter. Das gibt eine Anzeige. Mit sowas rede ich nicht.